Robin Grossmann, knappe Niederlage heute gegen Freiburg. Jetzt sind es mit dieser Niederlage heute in den letzten 12 Spielen 9 Niederlagen für Lausanne. Was ist im Moment oder was läuft nicht bei Lausanne? Vieles, wie man glaube ich sieht. Also ich glaube, wir haben Anfang der Saison einen relativ guten Lauf gehabt. Es ist halt alles relativ einfach gefallen für uns. Jetzt ist es nicht mehr so einfach. Wir kämpfen, wir müssen für jedes Goal, jede Scheibe müssen wir hart arbeiten. Und ich habe das Gefühl, wir machen viele kleine Sachen auch nicht richtig und darum lang zum Schluss haben wir es nicht. Also es sind einfach die Kleinigkeiten, die im Moment nicht laufen für Lausanne? Ja, ich glaube, wenn man in einer Negativspirale ist, dann sind es immer die Kleinigkeiten, die entscheidend sind. Die Scheibe nicht rausbringen, eben im Powerplay kommt man einen Shorthander über. Vor dem Goal, wenn es nicht reingehen, wenn man zu wenig hart vor das Goal geht. Ja, es sind die Sachen, die nachher entscheidend sind. Und ich glaube, wir müssen einfach jetzt unsere Arbeitsschuhe anlegen und aus dem Loch irgendwie wieder rauskommen.